Jojojo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Broad Nation Kanal. Wie ihr seht, bin ich hier mit der guten Suron unterwegs. Ich bin jetzt schon ein bisschen gefahren mit der Maschine. Falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, gerne mal abchecken. Heute gibt es ein schönes 0 auf Topspeed Video, so wie auch mit einer KTM. Falls ihr das komplette Video auch nochmal sehen wollt, dann verlinke ich euch das mal hier oben. Und heute geht es aber mal um die Suron Stormbee. Vielen Dank auf jeden Fall an eMoto X, an guten Daniel. Hier ist auch noch sein schöner Aufkleber hier, der mir die Karre zur Verfügung gestellt hat. Da wird auch das ein oder andere Video mit dem Daniel noch kommen. Vielleicht mit einer Suron Light Bee. Aber dazu mal ein andermal. Übrigens, ihr könnt mich auch super gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt und auf mein Video gestoßen seid. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und mir auch sehr weiterhelfen. Ich steige jetzt mal auf das Bike, erkläre euch mal kurz die ganzen Fahrmodes, weil es gibt hier genauso Fahrmodis wie auf der KTM. So, genau. Es gibt nämlich auch genauso verschiedene Fahrmodes. Einmal Eco, einmal Rain und einmal Sport auf der rechten Seite. Und dann gibt es hier nochmal einen Turbo-Knopf. Wenn man den drückt, dann ist für die nächsten 20 Sekunden anscheinend die komplette Leistung da. Bin ich wirklich gespannt, ob das funktioniert, wie ich mir das so vorstelle. Um das Bike zu starten, habe ich zwar schon in einem anderen Video erklärt, muss man hier kurz die Bremse ziehen und dann springt es hier oben auf Ready. Und es ist ready. Also ich bin, wie gesagt, im Eco. 0, 3, 2, 1, go! Ich bin erstmal gespannt, wie schnell man fahren kann im Eco. So, sind wir bei 75, 76, 77. Ja, okay, 77 km/h ungefähr. Also es ist wahrscheinlich so, ich schaue mal, ob ich jetzt, wenn ich hier... Oh, okay, ich kann während der Fahrt die Modes umstellen. Dann läuft sie gleich viel schneller. Okay, man kann also die verschiedenen Modes auch während der Fahrt umstellen. Das ist ja wirklich geil. 3, 2, 1, go! 30, 40, 50, 60, 70. Ja, und so bei 74, 75 ungefähr ist dann Schluss im Eco-Mode. Bleiben wir mal wieder stehen. Das Geile ist halt wirklich, dass man die Modes einfach während der Fahrt wechseln kann. Das ist ja wirklich cool. Zweiter Versuch im Rain-Mode. 3, 2, 1, go! 40, 50, 60, 70, boah, hier schiebt sie an. 80, 90, 100. Und dann 8. 109. Okay, 109. Okay, zweiter Versuch. Machen wir mal die Bestzeit von den Läufen. 3, 2, 1, oh, 3, 2, 1, go! 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 106, 107, 108. Ja, okay, okay. Das würde ich sagen, reicht. Jetzt fahren wir noch in den Sportmode. Straße ist ja noch frei, perfekt. 3, 2, 1, go! Oi, okay, okay, doch, doch. Der Sportmode, den merkt man. 70, 80, 90, 100, 107, 108, 109. Schau mal, ob ich mich klein mache, ob es dann schneller wird. 110, 111. Also Sport, holla die Waldfee, der feuert doch ganz schön an. Der Sportmod kommt mir so vor wie der Dreier-Mod von der KTM. Der zieht nämlich schon auch wirklich enorm an. Nur ist bei hier ist die Geschwindigkeit, die drückt auch bei höheren Geschwindigkeiten immer noch die Leistung richtig raus. 3, 2, 1, go! Jo, da verzögert sie auch nicht so. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Im Topspeed, den müssen wir ja gar nicht mehr testen, den haben wir ja schon. Aber was mich jetzt noch interessiert, dieser Turbo-Button. Jetzt machen wir hier Turbo-Action. Ich probiere es einfach, da ist ein langsamer Fahrer und go! Aha,
80, 90 und 100. Auf zweites, 3, 2, 1, go! Aha, okay, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vielleicht mache ich es noch einmal mit einer liegenden Position. Dann ist es vielleicht noch mal krasser. 3, 2, 1, go! 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Schauen wir mal, ob die Endgeschwindigkeit noch besser ist. 110. Nee, Endgeschwindigkeit ändert sich nicht. Aber dieser Turbo, ja, der ist cool. Nice. Alle Fahrmodi ist durchgetestet. Geiles Teil, muss ich schon sagen. Macht derbe Laune. Akku lässt natürlich bei so die ganze Beschleunigungsfahrten gut nach. Falls ihr irgendwas noch wissen wollt über das Motorrad, dann schreibt es gerne auch unten in die Kommentare rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.